No! 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 Damit einen wunderschönen, Assi, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu Little Hope. Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das guckt. Hallo, Wiese. Hallo, ich hab euch wohl. Und Leute, ich habe wirklich nachgegoogelt, das ist Deutsch. Nicht ich hab euch wohl, sondern gehabt euch wohl. Ja, dann halt so, ich drück euch einfach, ne, geht schneller. Ich hab euch einfach lieb, so, geht auch schneller, versteht jede Sau. Aber dann merkt man wieder, er hat studiert und ich, naja. So, was spielen wir? Little Hope? Mitzel? Nein, okay. Little Hope, oh Mensch, der hat super Little Hope, ich freue mich. Tja, ich bin mal gespannt, ob dieses komische Vieh, was hier gerade hinter uns in der Baustelle war, ob das jetzt wirklich auf uns zugerannt kommt. Na, war das nicht das Kind? Das Kind kam doch dann auf einmal auf uns zugerannt. Nee, das, was hier hinter uns gerade in der Baustelle ist, wo wir durchgelaufen sind gerade, das war dieses Vieh, was Angela mitgenommen hat. Okay. Ich hab's ja, ich kann ja gucken. Ich guck mir's auch nochmal alles an, weil bis dahin hab ich's alles wieder vergessen. 5, 4, 3, 2. Da! Halt dich jetzt mal? Nee. Nee. Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, ich bin dein Esther. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Oh, voll lieb, Avorin. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Kirche? Woher weiß er, dass er eine Kirche ist? Warum? Wann wurde gesagt, dass wir zur Kirche müssen? So, das jetzt zeig ich doch, das Vieh ist weg. Erstmal. Das war doch das Kind, was dann auf uns, glaube ich, zuhören ist. Aber ist egal, wir werden es ja sehen. Sind auf jeden Fall auch sehr alten Autowracks. Hey, die stehen hier schon hier eine drüben. Weile. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Das ist doch das Vieh. Verpiss dich gefälligst! Ah, verdammt nochmal! Iavo hatte recht, ich hasse ihn. Ach du Scheiße, was ist das? Los, schnell! Oh. Oh. Ich hab bestimmt gleich. Ich muss bestimmt. Ich verkacke es. Alter, ich noch nicht weiß, wo meine Maus ist. Ich hab's auch schon einmal verkackt. Nee, ich nicht. Ich geh in die Tonne, aber zum Glück nur hier laufen. Also, ich hatte die Wahl zwischen Rennen und Verstecken, ne? Aber ich wollte ehrlich gesagt nicht verstecken. Ich muss immer warten, bis mir was angezeigt wird. Okay. Und jetzt zum Fußflieger. Maniküre, Pediküre oder so. Was für ein Los, weiter schnell! Oh, nicht. Wir haben überlebt! Wir haben überlebt! Wir haben überlebt, Leute! Wir haben überlebt! Hörst du das? Ist das Taylor? Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Oh, das war das Vieh! Hey! Halt diese Biester hinter uns her! Los, halt das! Komm schon, schneller! Hey! Lauf! Los, hier rein! Ich muss auch gleich mal irgendwie die Geheimnisse oder mal gucken oder so ein Scheiß. Mal fliehen oder helfen? Hey! Ah, das komm, wir helfen! Näher. Bist du verrückt? Willst du dich umbringen? Los, hier rein! Ja, ist der doof? Ja, wenn da viele Leute vor ihm. Dann bleibt er draußen und bleibt so cool, Alter. Was ist mit denen los? Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein, und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck.
versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Warum? Guckt einfach zwei Finger vor. Oh Gott. Was ist da gerade? Ich dachte schon, mit mir sei es aus, dieses scheiß Biest. Du lebst. Alles gut. Ich hätte dich nie sterben lassen. Du bist Feuerrand, du Spacko, Alter! Die Feder von ganz am Anfang, die hatte ich in der Hand, so eine Feder. Mann! Ich glaubte, dich niemals wieder zu erwecken, Tabitha. So, wieso darf ich jetzt antworten? Warum du bist es doch eigentlich, oder nicht? Was zur Hölle? Du siehst aus wie ich. Bin ich auf einmal Daniel? Wer bist du? Diese Frage bewegt auch mich. Ich bin John. Etwas geschieht, das uns alle verändert. So. Selbst unsere Mary. Zuweilen scheint Mary das gutherzige Geschöpf zu sein, das ich stets liebte. Gleichwohl ist sie verändert. Sie trägt eine namenlose Bösheit in sich. Vergib mir, Gott, denn mein Herz sehnt sich nach Tabitha, nicht Mary. Selbst im Tode wirkt ihr Zauber noch. Mary. Ihr Geist hält dich umklammert und blendet dich noch immer. Du verdrehst mir das Wort im Mund. Unsere Schwester lebt. Sie steht neben mir. Ich weiß, dass du sie siehst. Hier ist kein Teufel. Es ist Davids Kummer, der ihn verwirrt. Ich bin nicht verwirrt. Ich spreche die Wahrheit. Judge Wyman entscheidet, wer hier die Wahrheit spricht. David wird dir kein Leid zufügen. Du hast mein Wort. Ich bin keine Gefahr für sie. Niemals könnte ich meiner Mary ein Leid antun. Den was? Hey, Moment! Der Typ da, der alle umbringt da. Vor allem der schützt Mary gerade, ne? Wahrscheinlich ist er selber der Teufel oder irgendwie sowas. Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Die kann uns sehen. Sind wir sicher? Gibt es andere Eingänge? Was für ein Schlüssel? Das Kind, die Mary ist der Schlüssel. Du hast eine Entscheidung zu treffen? Ich kann nicht fassen, dass Angela fort ist. Sowas passiert mir nicht nochmal. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Natürlich, es hat gesehen, wie ihr in der Küche seid. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmeren bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Wo steht die? Das Kind ist doch raus hier ran. Warum laufen wir jetzt gerade die Küche da hoch? Das verstehe ich auch nicht. Ist das noch rumgelaufen? Irgendwie so mit draußen. Oder einer stirbt jetzt wegen ihr. Ich tippe mal auf Daniel. Ja, den ich wieder spiele, ja? Ich bringe hier alle um, merkst du das? Ganz ehrlich, wenn der stirbt, dann weiß ich das Spiel, okay, Justi, der kann sowas nicht. Ey, guck mal, da glitscht er doch runter. Schlägt die jetzt. Bist du da? Ja, und ich muss da hier wieder was machen, Alter. Achte doch mal mit AWO. Ganz ehrlich. Doch, diesmal hab ich mich erschrocken. Nee, weil ich gerade voll genervt bin. Ich hab mich nicht erschrocken, Leute. Ja, der Pastor da links, den meinte ich. Da ist Cabo. Diese Worte schmerzen mich. Doch deine Bestrafung wird erfolgen. Für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, er bringt alle im Dorf um. Dein Flehen ist vergebens.
Du sollst nicht Zeuge in meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen auf dem Friedhof. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Ich hab mir gerade die Kratz! Ich musste A drücken! Und das ist doch hier im. Das ist doch die gleiche Szene wie im Haus. Wo ist abgebrannt? Nein! Ich hab nochmal einen Augenblick gehabt! Ich hab mich gerade gekratzt wie ein Affe, Mann! Und ich musste A drücken! Und Alter. Das war die gleiche Szene wie beim Haus, was abgebrannt ist. Du bist ein Killer. Och, du Leute. Ich hätte ihn festhalten sollen. Ich bin schuld. Vielleicht wäre er trotzdem abgerutscht, wisst ihr nicht. Ich war dabei. Ich bin der Killer. Ich bin das Spiel, aber. Konnte nichts tun. Pass auf, Alter. Bin ich zu Hause? Ich stehe vorne in der Tür. Tja, der Club namens Ich habe mich selbst sterben sehen hat ein neues Mitglied. Willkommen an Bord, Daniel. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Zuerst stirbt dein Pendant. Und dann du. Mir wird es nicht wie Angela ergehen. Niemals. Nicht, wenn ich den Charakter spiele. Da ist es! Das hat uns verfolgt! Los! Das hängt die noch? Oder hängt die da an der Mond im Seil? Nee, deswegen läuft die nicht. Die schlüpft über den Boden. Sei darauf vorbereitet, dass du hier gleich wieder kriegst. Ja, ich hab meinen Controller in der Hand. Alter, das ist. Da draußen. Wirklich so typisch. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Ja, das ist Gotteshaus. Geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Wie du sagst, wir gehen da raus. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Ah, danke. Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Das reicht. Was hast du jetzt für ein Blödsinn? Okay. Vielleicht stimmt. Vielleicht haut es irgendwann ab. Wir hätten es auch gehen können. Es gibt keinen anderen Weg. Ich sterbe jetzt hier drin alle. Haben wir denn wenigstens zusammen getroffen, diese Entscheidung? Finde einen anderen Weg hinaus. Wir müssen so oder so hier raus. Ist auch geil, ne? Man baut die Stühle einfach so hin, dass man nur so lang gehen kann. Ja. Das sind mehrere. Das sind wieder diese geskripteten Welten. Hört mal. Da blinkt irgendwas. Es folgt unseren Bewegungen. Und wir müssen leise sein. Warum muss ich denn immer mit einer Hand hier putzen? Pastoren von Little Hope. Unleserlich, bla bla bla. John Carper? Aber wie hieß denn der? John Carrier? Wie heißt denn der, den wir immer da sehen? Ich habe eine zerrissene Seele im Brief der Hebräer. Scheiße. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Meine Güte, okay. Ja, ich scroll immer ein bisschen runter. Die Seele ist, was uns einzigartig macht. Wie unsere Persönlichkeit, unsere Gedanken und unsere Gesinnungen. Das muss dieser Kerl sein. Dieser Prediger. Feierei rumschreiben. In letzter Zeit haben Eltern ihre Besorgnisse darüber zum Ausdruck gebracht, dass ihre Kinder im Teenage-Alter durch Musiktexte und unschuldiger wirkender Bretter, ich habe keine Ahnung, was das heißt, oder Filme, die den Satanismus verherrlichen, vom
Okkulten. Oh Gott, das ist ein Text. Macht einfach Stopp, wenn ihr es jetzt nicht lesen wollt. Ja, das habe ich eben noch gemacht. Also, Gott hat uns. Achso, ist es der gleiche? Also, ich habe auch einen Brief gerade gefunden. Nee, ich habe einen Zettel auf dem Boden gefunden. Wir waren ja noch im anderen Raum gewesen. Du bist ja vorne weitergelaufen. Da, bei uns war ja noch ein Raum. Den machen wir jetzt mal nicht auf. Was? Ja. Zeiten haben sich. Ach, die Zeiten haben sich geändert. Ja, Pastor, Pastoren und Little Hope. Sollten wir mal dann nachher mal Pause machen, mal gucken auf den Charakter oder wir gucken mit denen zusammen. Machen wir ein bisschen vorher Pause. Dann gucken wir mit denen zusammen, was die Charaktere, was sie sich verändert haben. Skeptisch oder. Oder Verhältnis. Ob man daraus vielleicht noch was lesen kann. Oder die ganzen Geheimnisse. Hast du auch was gemacht? Bin einfach nur gelaufen. Ist einfach nur gelaufen. Nein! Und ich spiele den Typen und da ist dieses scheiß Speerding und ich muss die Kacke wahrscheinlich machen und der stirbt doch wieder wegen mir. Hallo. Na klar. Lauf! Versteck dich! Schnell! Warum muss ich die ganze Scheiße mal machen hier? Ja, genau. Ich bin hier irgendwo mitten im Nebel, ich sehe gar nichts. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann stellen oder fliehen. Komm, ich stelle mich, weil fliehen würde da wahrscheinlich der andere. Oh, dann. Oh. Ja, hau ihn auf! Hau ihn! Treffer, ich bin drinnen! Ich war doch drinnen, Mann! Warum hat er nicht geschlagen? Ich war doch voll drinnen! Muss ich noch was drücken oder was? Komm schon, Arschloch! Ich war doch voll drinnen! Die Beziehung zu John ist besser geworden. Wahrscheinlich die Beziehung zwischeneinander hast du vielleicht besser antworten oder John hat mir gerade geholfen. Ah, okay. Ich laufe hier mit Taylor gerade. Klar, dass du die Eierschocke wieder kannst. Taylor, komm schon! Sag doch was! Weiß halt nicht so richtig. Wir müssen jetzt was tun! Warte doch mal! Wir müssen ruhig bleiben! Nein, wir müssen Taylor retten! Oh, John ist schon lieber. Oh, super. Wo ist der John? Jetzt stehe ich hier alleine. Ich stehe hier vollkommen alleine. Alter, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich stehe hier vollkommen alleine im Nebel. Und Arvo sitzt bestimmt irgendwo Kaffeekränzchen irgendwo. Oh, fuck. Taylor! Okay, doch nicht. Ich habe hier überhaupt kein Kaffeekränzchen gerade. Okay. Fuck. Komm! Wahrscheinlich muss ich so lange warten, bis er fertig ist. Das Vieh hat gerade mit einer scheiß Zunge versucht, mich zu erwürgen. Ich habe das Messer eingesetzt und habe die Zunge abgeschnitten. Ja, Bonusinhalt freigeschaltet, Junge. Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Oh, wir haben alle überlebt. Ja! Wir sind noch nicht außer Gefahr. Bonus-Eignis. Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es! Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Ich sag dir uns bitte nicht auf. Zusammenbleiben. Danke. Und alles wird gut. So wie bei Angela, was? 2.17 Uhr. Eigenschaft aktualisiert. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Lass uns hier eine Weile ausruhen. Knapp, ich hätte echt sterben können gerade. Taylor. Ich verstehe den, ich war voll drinne. Und das Vieh stößt mich zurück und dann kommt John und haut mit einem Stein auf du ihn, schläfst? Dass ich wegrennen konnte. Respekt. Ich war voll drinne. Schön wär's. Okay.
Da war nicht nur ein extra Knopf. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Ich auch langsam. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Also, wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Der beste, ja, vielleicht einzige Weg ist, dass wir Mary stoppen. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Verwirrt? Wie stoppen wir sie? Ist doch nicht verwirrt. Dann sagt immer nichts. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Sagt er selber. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Was zum Hängen, sag was. Ich könnte es jetzt schlimmer machen oder schlimmer machen. Mary sieht wie ein Kind aus, aber sie ist das Böse in Person. Wir müssen sie stoppen. So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Okay. Pause vorbei. Wir können nicht länger bleiben. Hey, wir sind hier sicher. Wäre es nicht schlauer zu bleiben? Wir finden Mary nicht, wenn wir rumsitzen. Wir müssen los und sie suchen. Weiß nicht, ob es schlau ist, Mary zu suchen, aber wir sollten zusammenbleiben. Eieiei. Oh, wir müssen nichts klicken. Ich hatte auf den Bauch, ich habe gerade was getrunken. Ey, die Tür ist halt nicht so viel. Oh Gott! Lauf! Los, schnell! Jetzt wart doch mal! Alter, warte! Andrew, hey! Und du spielst ihn, ne? Musst du nochmal ran. Musst du ihn noch retten. Ich hab's verkackt. Was, was verkackt? Professor! Ich bin gerade hingefallen. Bist du da? Oh nein. Andrew, Daniel? Ist Daniel. Ich, Taylor? Nee, ich bin Andrew. Du bist jetzt Daniel. Boah, Alter, das ging aber ziemlich schnell mit dem A. Naja, das wird jetzt schneller, der Mist. Dass sie wahrscheinlich wollen, dass sie zum Schluss sterben oder irgendwie so wird. Ja, dass sie irgendwas verkacken. Oh, Alter! Hey. Das steht noch im richtigen A und die Zeit läuft schon. Wo seid ihr, verdammt? Bislang alles geschafft. Ich hoffe, bislang nur zweimal. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich rette sie, ich rette sie, ich rette sie. Ach nein, links wäre der nächste gewesen, ne? Ach nee, sie ja auch. Oh, sie ja auch. I. Alter. Fuck. Was? Ich hab nur getroffen, Mensch! Nimm meine Hand! Nicht loslassen! Ich war doch drinne! Drücken! Das Messer!
klar, haben auch überlebt, ne? Ja, er auch. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Alter. Freut dich nicht zu früh, wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster. Ich hatte eben auch. Ich musste wirklich schnell reagieren gerade. Ja. Ist nass. Handflächen sind nass. Ja. Ein bisschen. Räuch schon wieder keine Spucke, ist doch schön. Jetzt hier? Was macht der jetzt da? Weiß ich nicht. Versucht der einen Baum dazu. Der hängt am Baum fest irgendwie. Keine Ahnung. Weiß nicht, was der hier macht. Ich mach einfach mal das, weil das hier ganz gut ist gerade. Um nochmal ganz kurz anzugucken. Scheint nämlich erstmal kurz vorbei zu sein. Ja. So, wir mal ganz kurz nochmal hier. Ja, Charaktere ganz kurz mal angucken. Genau. Ja. Weil ganz ehrlich, von den Bildern her haben wir bislang jetzt nur 3 gefunden. Also fangen wir mal ganz links an. Okay, also mit den Bildern. Ja, das stimmt. Da haben wir 3 Stück. Genau, ich fange jetzt kurz richtig. Ich fange jetzt mal ganz links. Was passiert denn hier auswählen? Ich gehe jetzt einfach mal auf die Fremde. Vincent machte eine abfällige Bemerkung über die Gruppe, als er... Achso, okay. Was meinst du mit die Fremde? Bist du bei Bilder drin oder wo? Nein, ich habe gesagt, ich fange ganz links an. Da ist so, Kursrichtung. Ja. Ich wollte einfach mal gucken, ob hier nochmal was passiert. Achso, man kann dann hier das Ding drehen. Okay, also jedes Kapitel kannst du dir so nochmal nachgucken. Und wahrscheinlich jedes Mal, wenn du was anderes ansprichst oder nichts sagst, passiert wahrscheinlich irgendwas anderes. Okay. Okay. Team Taylor, Team Hate von dem. Geheimnisse. Oh, Geheimnisse haben wir schon ein paar, aber nicht. Fehlen uns noch einige. Vor allen Dingen, wenn du hinschaust, sind die Geheimnisse verbunden. Also muss es ja auch irgendwas. Die sind wie so Bäume verbunden. Und wenn das Spiel angeblich nicht mehr so lange geht, haben wir sie extrem wenig gefunden. Naja, noch sind 4 Stück am Leben, ne? Also das wird zwar jetzt immer haariger und wir müssen immer mehr kämpfen, dass die am Leben bleiben. Naja, und du hast ja gesagt, irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden nur noch und dann ist Schluss. Ja, was halt im Internet steht, also... Dafür haben wir sehr, sehr wenig. Also noch mehr gucken. Oder manche Geheimnisse kriegst du erst, wenn du... Naja, aber gut. Wenn du alleine spielst, wäre ja Schwachsinn. Jetzt aktuell Daniel. Ich hab Andrew. Angela. Ah, okay, da drunter Beziehung von Andrew mit John ansehen. Okay. Mit Taylor hat der Daniel auf jeden Fall eine gute Beziehung. Ist positiv. Oh, zwei positiv. Gut, Angela ist tot. Andrew und Daniel. Steht gar nichts. Taylor. Andrew bat Taylor, ihre Streitigkeiten mit John zu beenden. Unsicher, distanziert, ängstlich, Mitgefühl. Ja, den müssen wir noch ein bisschen stärker machen. Ich hatte ihn ja auch mal ein bisschen stärker gehabt. Tja. Keine Kopf zu bewegen. Ist ja lustig. Bei Daniel ist es liebenwürdig, arrogant, beruhigend und unschlüssig. Aktuelles Ziel, überlebe. Bei mir steht aktuelles Ziel, entkomme. Beziehung von Daniel mit Angela ansehen. Ja, Angela ist tot. Guck mal, man kann Beziehung. Die Augen in die Kamera lenken, das ist geil. Hallo. Nee. Ja. Willst du mehr abonnierst du jetzt unseren Kanal? Ja. Guckst du dann nur noch AKW Gaming? Ja. Willst du irgendwas anderes gucken? Nein, nie wieder. So. Okay, ja, da haben wir mit den Bildern auch noch was vor uns. Aber naja. Vielleicht kommt es ja noch alles. Naja, werden wir sehen. Aber was ist mit. Naja, gut, das Spiel wird schon irgendwie wissen, warum die Charaktere so sind. So. Wahrscheinlich andere Fragen oder andere Antworten kommen dann davor oder sowas, würde ich mal schätzen. Deswegen so Mitgefühl oder ängstlich. Wo es ängstlich ist, ja zum Beispiel ein Schloss bei Andrew noch. Ja. Wie gesagt, und umso besser wahrscheinlich die miteinander sind, umso mehr helfen sie miteinander oder sowas. Wie gesagt, John hat mich ja da befreit. Das kann natürlich mal gut möglich sein, ja. Mal gucken, das werden wir vielleicht noch rauskriegen. Richtig. Sind da hoffentlich noch ein paar Folgen.
Wie danke ich fürs Zusehen, wenn ich mich hier der Fremde und die Fremde. Oh Gott, Alter. Egal. Witzeglätze. So. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus fürs Zusehen. Ist dann da oben, kannst du uns gleich loben, lass die Glocke da. Verfolgt uns in den Social Media Kanälen. Bitte, bitte, lasst was unten. Wir schreiben auch zurück. Haut ein bisschen Grinsen. Auf die nächste Folge. Auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Tschüss. Der studierte wieder. Ich kann euch wohl.